Wenn ein Land Vorreiter in Sachen Windenergie ist, dann ist das wohl unser Land Rheinland-Pfalz. Aber der Branche geht offenbar die Puste aus und nicht nur der. Wir gehen heute der Frage nach, wie rentabel ist sie noch, die Windkraft? Zur Sache, will's wissen. Ja, viele Investoren hatten ja dicke Eurozeichen in den Augen, als das Thema erneuerbare Energien erstmals auf den Tisch kam. Subventionierte Stromerzeugung, das klang nach Geldsegen. Übrigens nicht nur für private Anleger, sondern auch für klamme Kommunen. Fortan sprossen in der ganzen Region die Windräder wie Pilze aus dem Boden. Mehr als 1400 sind es mittlerweile bei uns. Aber auf die Euphorie folgt jetzt offenbar die Ernüchterung. Denn von steigenden Einnahmen ist heute so gar keine Rede mehr. Zur Sache, Reporter Edgar Verheyen hat Zahlen von enttäuschten Anlegern in Rheinland-Pfalz. Mal drehen sich die Windräder, mal nicht. Die Windstärke schwankt, doch die Erwartungen der Investoren waren hoch. Ja, wir haben relativ euphorisch geplant. Es war ein Hype, der vor Jahren begann. Kommunen beteiligten sich an Windrädern, versprachen sich hohe Renditen. Welche hatten Sie? Die lagen so zwischen, je nachdem nach Anlagen, zwischen 4,5 und 8,5%. Die Zahlen basierten auf Prognosen aus dem Jahr 2006. Doch wie war die Entwicklung in den vergangenen Jahren tatsächlich? Wir treffen Werner Dahldorf vom Bundesverband Windenergie. Er ist für die umweltbewusste Stromproduktion und hat sich die Zahlen der Windbranche einmal genauer angeschaut. Sein überraschendes Fazit? Man kann wohl sagen, dass ein Drittel aller Projekte den Anlegern Freude machen oder sie zumindest zufriedenstellen, je nachdem, wie hoch die subjektiven Erwartungen sind. Zufriedenstellen auch im Hinblick auf die versprochenen Planungsergebnisse. Und zwei Drittel aller Projekte laufen eher schlecht bis ganz schlecht. In einer Broschüre fasste er seine bundesweiten Ergebnisse zusammen. Die Ertragssituation sei meist schwach, hält er fest, spricht von zu viel planerischem Optimismus. Die Ursache liegt im fehlenden Wind, im zu hoch geplanten Wind, in unsauberen Planungen, unordentlichen Planungen und in unerwartet oder fehlerhaft erwartet hohen Reparatur- und Wartungs- und Versicherungskosten. Werner Dahldorf hat die Strukturen der Windbranche bundesweit untersucht. Doch welches Ergebnis ergibt sich für Rheinland-Pfalz? Hier stehen bereits mehr als 1400 Windräder, mehr als 1000 weitere sollen dazukommen. Der Pfälzer Uwe Pilkram ist Volkswirt und hat fast alle Daten der Windkraftanlagen im Land analysiert. Für ihn ist maßgeblich, wie viele Stunden eine Anlage die mögliche Höchstmenge an Strom ins Netz einspeist. Eine Anlage muss ca. 1700 Stunden mit ihrer vollen Leistung laufen, damit genügend Strom produziert wird, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Wie ist das hier? Wir liegen tiefer. Wir haben in dem 2013 einen durchschnittlichen Windertrag aus diesen 1300 Anlagen, von denen ich gesprochen hatte, von 1416 Stunden, die mit voller Kraft gearbeitet haben. Aber ein Teil liegt sicher auch drüber, ja? Ja, ein Drittel etwa. Ein Drittel der Anlagen? Zwei Drittel liegen drunter. Liegen drüber und zwei Drittel drunter. Ja. Es gibt also auch im Land mehr unrentable als lohnende Windkraftanlagen, sagt der Volkswirt. Betroffen sind auch große Stadtwerke wie in Mainz. Wie ist deren Lage? Wir treffen den Vorstand. Die Anlagen sind rund 20, die in dem Zeitraum 2005 bis 2010 in Betrieb gegangen sind, bringen kein Ergebnis, bis zum heutigen Tage nicht. Kein Ergebnis heißt keine Gewinne? Genau. Verluste? Ja, leichte Verluste. Können Sie einen Prozentsatz sagen? Leichte Verluste. Auch die Stadtwerke Trier hatten gehofft, Wind zu Geld zu machen. Wie ist die Bilanz? Wir haben Durchschnittswert geplant, aber in den ersten Jahren haben wir relativ schwache Windjahre gehabt und deswegen waren auch die Winderträge nicht so hoch. Wenn man 100% Energiemenge plant, dann muss nicht immer 100% kommen. Was kam rum? Und wir haben auch Jahre gehabt mit 90% Ertrag. Und weniger? Viel weniger nicht. Also zwischen 80 und 90 haben wir gehabt. Bis zu 20% weniger Ertrag, das ist ein Desaster, sagen uns Experten. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen wäre darüber sicherlich in Konkurs gegangen. Auch der Vorstand der Stadtwerke Mainz ist ernüchtert. Wir haben aus kaufmännischer Vorsicht damals schon Abschläge gemacht von diesen Prognosen. 12%. Wir sind etwas belächelt worden damals, aber wir haben gesagt, wir gehen mal vorsichtiger ran. Und als dann einige Jahre vorbei waren, haben wir festgestellt, und so zeigt es auch der Index für Rheinland-Pfalz, dass wir mit den 12% etwas falsch lagen, denn insgesamt 18% hat sich der Ertrag verschlechtert, wenn man das vergleicht mit den Prognosen damals.
Tatsache ist aber auch, dass in Teilbereichen mit Windkraft auch gut verdient wird. Die Verpächter der Grundstücke bekommen ihr Geld, die Planer ebenso wie auch die Hersteller. Nur für die eigentlichen Betreiber ist es in vielen Fällen schwierig. Woran liegt das neben falschen Windprognosen? Auf dem Hunsrück treffen wir den rheinland-pfälzischen Sprecher des Bundesverbandes Windenergie. Er zeigt an einem Beispiel das Problem. Oftmals seien es auch die Planungskosten, die einfach aus dem Ruder gelaufen seien, erzählt Wilhelm Heine. Die Planung hier hat gedauert ungefähr ein Jahr und deshalb war es auch nicht so teuer. Da drüben hat es etwas länger gedauert, dementsprechend ist das für den Betreiber erheblich teurer geworden. Wie viel mehr kostet die Anlage da drüben? Ich muss schätzen, aber ich rechne so in etwa so eine Dreiviertel bis eine ganze Million, was die mehr bezahlt haben. Das heißt, große Planungsbüros verursachen auch größere Kosten, kann man das so sagen? Das kann man mit Sicherheit so sagen, denn eine Zwei-Mann-Bude wird mit Sicherheit günstiger arbeiten können als jemand, der hunderte von Leuten hat. Falsche Prognosen, zu hohe Kosten. Die Stadtwerke Mainz haben aus alledem einen Schluss gezogen. Traue keinem Planungsbüro. Wir lassen uns nicht mehr darauf ein, dass wir sagen, wir kaufen ein fertiges Produkt. Wir betreiben selber, wir entwickeln selber. Die Bilanz ernüchternd. Für viele Kommunen kann die Windkraft noch zu einem kostspieligen Risiko werden. Bei mir ist jetzt der Energieexperte Professor Uwe Lebrich. Herr Lebrich, Windkraftanlagen, die galten doch immer als sicheres Geschäft für alle Beteiligten. Warum ist das Ihrer Einschätzung nach jetzt ganz anders? Ja, es sind keine Gelddruckmaschinen. Wenn man das angenommen hat, dann hat man die Risiken natürlich dramatisch unterschätzt. Andererseits Gemach, nach 20 Jahren wird abgerechnet, nicht nach 10 Jahren. Wir hatten relativ viele schwache Windjahre in den letzten Jahren. Das muss nicht so bleiben. Ich denke, das wird auch nicht so bleiben. Aber ansonsten muss man zugeben, man muss ja Prognosen erstellen über die Windverhältnisse in der Zukunft. Und da hat man sich orientiert an den Vergangenheitsdaten, hat einen Index gebildet. Nach bestem Wissen und Gewissen. Und dieser Index ist mittlerweile dreimal angepasst worden. Am allerstärksten im Jahre 2012 nach unten korrigiert worden. Und leider am allerstärksten korrigiert worden in Rheinland-Pfalz. Das heißt, hier hat man sich am meisten vertan. Offensichtlich, weil die Windverhältnisse hier am kompliziertesten waren. Ja, aber dass das Wetter variabel ist, das ist ja jetzt so kein überraschendes Risiko. Warum hat man das nicht mit einberechnet, gerade in Rheinland-Pfalz? Man hat ja schon langjährige Winddaten ausgewertet, ne, über viele Jahrzehnte und auf dieser Grundlage diesen Index gebildet. Man hat da schon seine Hausaufgaben gemacht. Aber offensichtlich haben sich die Windverhältnisse in den letzten Jahren verändert und dieser Index selber musste nachbessern. Das war aber bundesweit der Fall. Aber dadurch, dass ja in Rheinland-Pfalz ja besonders schwierige Windverhältnisse offensichtlich sind, sind hier die Anlagen besonders betroffen gewesen. Andererseits, wie gesagt, nach 20 Jahren wird abgerechnet, nicht nach 10 Jahren. Was sollten denn die Kommunen jetzt tun? Sich weiter finanziell beteiligen oder aussteigen? Was raten Sie denen? Naja, mittlerweile sind ja die Gutachten, auch die Prognosen deutlich besser durch die Anpassungen. Wir haben jetzt neue Rahmenbedingungen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz im 1. August. Und da muss man noch mal genau kalkulieren. Reichen diese Rahmenbedingungen in Zukunft aus? Und da würde man sagen, also an sehr guten Windstandorten in jedem Fall eine sehr gute Investition, wenn man nicht gerade Renditeerwartungen von 10 oder 15% hat. Also man muss doch die Kirche im Dorf lassen. An windschwachen Standorten wird man genau hingucken müssen, ob das noch tragfähig ist, ob die neuen Rahmenbedingungen das hergeben. Und bei den Kommunen, die sich jetzt definitiv verspekuliert haben, das, was wir gerade gehört haben, wer zahlt denn da jetzt die Kosten? Die Stromkunden oder ich als Steuerzahler? Also wenn sich Stadtwerke verkalkuliert haben, wird sich das in Bilanzen niederschlagen. Man macht weniger Gewinn, notfalls auch mal Verlust. Das sind halt auch Geschäfte, die mit Risiken verbunden sind, wie bei allen anderen Unternehmen ja auch. Man kann nicht immer erwarten, dass man, wenn man irgendwo investiert, man immer auf jeden Fall Erfolg hat. Das ist Lehrgeld, was da gezahlt wurde, ist auch von Privatpersonen gezahlt worden. Man kann nur hoffen, dass es in Zukunft besser gemacht wird. Wir haben es vorhin gehört, die Renditehoffnungen vieler Investoren, die gehen offenbar nicht auf und mittlerweile geraten auch immer mehr Unternehmen aus der Windkraftbranche ins Straucheln. Spätestens seitdem Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Subventionen für die Energiewende gedeckelt hat. Diese Flaute, die spürt auch die Firma Juwi, einst das Vorzeigeunternehmen aus Rheinhessen. Andreas Herwig und Edgar Verheyen. Die Unternehmenszentrale von Juwi in Wörstadt. Hochmodern und bislang beispielhaft für den Bereich erneuerbare Energien. Hier wurden hunderte von Windkraftanlagen und viele der Solarparks im Südwesten Deutschlands konzipiert und verwirklicht. 2012 knackte das mittelständische Unternehmen beim Umsatz die Milliarden-Euro-Grenze. Doch heute, 2 Jahre später, ist alles anders.
Dunkle Wolken am Horizont. Vorbei ist der einst so grenzenlose Enthusiasmus der Unternehmensgründer. In der Kantine der Firma wollte Anfang August kaum jemand mit uns reden. Denn fast täglich haben zu diesem Zeitpunkt Beschäftigte erfahren, dass sie gehen müssen. Und heute werden 26 betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen. Und so keiner bei uns ist so wirklich glücklich darüber. Besonders da wir sehr lange gewartet haben, um davon zu erfahren. Ja. Sind Sie auch betroffen? Ja, ich bin auch betroffen. So wie es aussieht, da ich noch keinen Termin habe, kann ich wohl bleiben. Und dann muss man mal sehen, wie das so weitergeht mit ungefähr der Hälfte der Mitarbeiter im IT-Bereich. Fast jeder Dritte muss gehen. JUWI baut 400 Stellen ab, JUWI muss die Kosten senken, braucht mehr Eigenkapital. Ein herber Schlag auch für die Gründer. Ich bin mit vielen Mitarbeitern auch persönlich sehr eng verbunden. Ich pflege ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen Mitarbeitern. Und umso schwerer ist es dann zu sagen, ab morgen darfst du oder du eben nicht mehr bei uns arbeiten. Doch wie geriet JUWI in Schieflage? Eine Schlüsselrolle spielt sicherlich die Senkung der Einspeisevergütung für Strom im Solarbereich 2012. Auf einen Schlag waren neue Solarparks nicht mehr gefragt. Die Rendite stimmte nicht mehr. Kommunen und private Geldgeber investierten weniger. Viele Solarfirmen gingen in die Knie. Die Reaktion? JUWI schwenkte um auf Biogas und vor allem mehr Windkraft. Ein Unternehmensschritt, der darauf setzte, dass das politische Berlin die erneuerbare Energiegewinnung weiterhin unterstützen wird. Dass wir uns an den Rahmenbedingungen, Marktrahmenbedingungen oder gesetzlichen Rahmenbedingungen orientiert haben und gesagt haben, okay, wenn diese positiv sind, dann nutzen wir das aus und können tatsächlich da auch wachsen, expandieren. Und damit lief es für JUWI erst einmal gut. Man setzte auf die Politik, wurde belohnt bis 2012. Die Bundesregierung veränderte die Rahmenbedingungen. Die JUWI-Gruppe musste Geschäftsfelder aufgeben. Beteiligungen im Energiebereich wurden verkauft. Heute gibt die Unternehmensspitze deshalb der Politik die Schuld am Niedergang der Firma. Ich hätte mir eine andere Politik gewünscht. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Herr Gabriel gesagt, Energiewende, das ist mein Thema, nicht um sie zu entschleunigen, sondern um sie zu beschleunigen. Matthias Willenbacher war einst rasant durchgestartet. Das muss ihm das Gefühl vermittelt haben, es wird immer so weitergehen. Heute erst räumt er ein, große Fehler gemacht zu haben. Wir haben uns zu spät an gewissen Themen orientiert. Und deswegen trifft es uns jetzt ein Stück weit härter. Und wir hätten 2012 deutlich mehr Leute abbauen müssen. Bei mir immer noch der Energieexperte Professor Uwe Lebrich. Herr Lebrich, meinen Sie, dass JUWI wieder aus der Krise kommt oder ist es nach Vorländer das zweite Unternehmen, das in die Knie gezwungen wird? Ich kenne die Zahlen von JUWI nicht im Einzelnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Unternehmen sehr gut tun würde, sich mit einem starken Partner zusammenzutun. Weil die Branche selber ist halt verunsichert durch die neuen Rahmenbedingungen. Es wird wahrscheinlich zu größeren Einheiten gehen und da wäre es schon gut, da vielleicht jemanden zu suchen, der auch im normalen Energiegeschäft aktiv ist, da Erfahrung hat und sozusagen zusammen den weiteren Weg bestreiten kann. JUWI selbst räumt ja Fehler ein. Was glauben Sie denn, was bei dem Unternehmen schiefgelaufen ist? Ja, es ist immer leicht, im Nachhinein zu sagen, das waren die Fehler und das hätte anders machen müssen. Das sind ja Unternehmen, ja, die auch Risiken eingehen müssen. Es ist sicherlich einmal zu schnell gegangen. Also das Wachstum war extrem schnell, viel schneller als bei vielen anderen Unternehmen. Und das ist ein Geschäft, da braucht man auch viel Erfahrung. Da kann ich nicht immer nur junge Leute einstellen und die gleich im zweiten, dritten Jahr in die Verantwortung bringen. Das braucht langsamer. Das war sicherlich einer der Fehler. Ein zweiter Fehler, man hat sich zu breit aufgestellt. Man war zu ehrgeizig. Man wollte die gesamte Energiewende schultern. Ja, von Wind über Photovoltaik, über Biomasse bis Elektromobilität, bis Grünstrom, alles. Das war nicht tragfähig. Man hätte sich stärker konzentrieren sollen von vornherein. Und vielleicht ein dritter Punkt, man hat doch sehr stark die Karte Solarenergie gespielt. Und das ging. Was meinen Sie damit, die Karte Solarenergie? Man hat sehr stark auf Solarenergie gesetzt, da sehr viel investiert, in Deutschland auch anderswo. Solarenergie hing ja sehr stark und hängt immer noch von Rahmenbedingungen ab. Und wir hatten ja einen ziemlichen Preisverfall durch ein sehr hohes Engagement Chinas.
Die Politik hat darauf reagiert, hat die Rahmenbedingungen sehr stark verschlechtert. Und Juvi hat das am allermeisten gespürt, weil sie da sehr stark drauf gesetzt hatten und haben dann auch nicht schnell genug reagiert, möglicherweise diesen sehr großen Solarbereich reduziert. Können Sie das denn nachvollziehen, dass sich ein Unternehmen so von der Politik abhängig macht, entgegen aller unternehmerischen Prinzipien? Der Energiesektor ist immer ein politiknaher Sektor. Das wird nie ein normaler Markt werden. War er noch nie. Ob wir Kohle genutzt haben, Kernenergie, es war immer von den politischen Rahmenbedingungen abhängig. Und in dem Fall natürlich auch, Erneuerbare gäbe es gar nicht in Deutschland, die Nutzung Erneuerbare, wenn nicht die Rahmenbedingungen so gewesen wären. Das heißt, man hat immer diese Abhängigkeit, dass die Politik so schnell, so rasant, auch teilweise so erratisch darauf reagiert, ja, dass es bedauerlich war, vielleicht aber auch so nicht absehbar. Ganz kurz, wie sehen Sie die Zukunft der Branche? Ist die Goldgräberstimmung jetzt endgültig vorbei? Es ist sicherlich ein Tal, was wir durchschreiten, aber die Perspektive erneuerbarer Energien ist weltweit und natürlich auch in Deutschland weiterhin sehr, sehr aussichtsreich. Das ist sozusagen der Pfad des 21. Jahrhunderts. Windenergie, Photovoltaik werden dominierende Energieträger. Also die Zukunft beim Ausbau erneuerbarer Energien liegt noch vor uns. Auch bei schlechtem Wind. Vielen Dank, Professor Uwe Lipprecht.